So, servus Leute, Knochen wieder hier. Jetzt wieder solo. Ohne Kaiser mit Franzi. Jetzt bin ich mit der Waymouth unterwegs, beziehungsweise werde gleich mit ihr unterwegs sein. Dienstgestell, kann man einfach gucken. 1911, wirklich eine alte Kiste im Vergleich zu der Black Swan, die wir da vorgefahren sind. Wie gesagt, 1911 in Dienstgestell. Ja, mittelgroße Kreuzer, schwachen Panzerschutz. Das klingt schon mal scheiße. Artillerie-Reichweite ist jetzt alles modifiziert soweit. 10,7 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 26 Knoten, ist schon ziemlich schnell. Wir begeben uns sofort ins Gefecht. Was mir aufgefallen ist, ich habe gerade ja noch eine Runde mit Kaiser gespielt. Die Flugbahn der Geschosse ist ziemlich hoch. Im Vergleich zu Black Swan, da geht es eher so. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche Winkel das sind, aber man hat so einen richtig hohen Flugbogenarchipel. Oh, scheiße, ich hatte diese Karte. Oh, und Caledons unterwegs. Ja, Caledon haben jetzt auch schon viele. Ich habe auch gerade gesehen, dass eine Caledon, da war eine Caledon in dem Gefecht davor. Und die hat drei andere Kreuzer, alle Waymouth, weggeballert mit ihren Torpedos. Und das war natürlich ein bisschen peinlich jetzt. Was war denn? Da war ein Einser. Nee, aber trotzdem, eigentlich ein cooles Schiff, aber man sieht es ihm an, dass es alt ist. Man sieht es dem Schiff an. Jetzt habe ich natürlich nicht, wenn ihr aufmerksam wart, habt ihr gesehen, wie viel Geschütztürme hier vorhanden sind und welches Kaliber das hat. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich habe ja noch gar nicht so viele Runden mit der Black Swan Kreuzer. Bin ich auch noch gar nicht so viele Runden gefahren, aber man war ja schon sofort fertig. Ich habe ja noch viele globale EP gehabt, da konnte ich ja sofort alles fertig erforschen und das Schiff auch kaufen hier. So, da jetzt hier Zerstörer unterwegs sind, muss ich natürlich aufpassen. Ich habe nur AP zur Verfügung, von daher wird es ein bisschen blöde, wenn ich dann auf Zerstörer schießen muss. Und natürlich keinen Kollegen bekomme. Ich kann jetzt leider, ich will jetzt nicht schießen, weil ich mich nicht aufdecken will, aber man sieht schon, dass die Flugbahn richtig hoch ist. Also muss man natürlich dementsprechend vorhalten und natürlich gut abschätzen können. Meine Stimme ist noch ein bisschen belegt, ich bin noch ein bisschen krank. Hätte deswegen jetzt auch ein paar Tage keine Videos gemacht. Oh, schwere Erkältung zugezogen mit Fieber und allem drum und dran. Ah, ich hasse das, wenn ich nichts sehe hier. Jo, da gab es schon den Anzeiger. Dass hier gleich eine Insel kommt. Schade, dass hier niemand ist. Und ich würde gerne Torpedos hier schon mal prophylaktisch hinschicken, aber. So, die erste Silhouette taucht auf. Aber was ich sagen muss, mit der Black Swan war super spaßig. Ich könnte ja das Video reinziehen. So viel Zitadell-Treffer, glaube ich, machen die wenigsten, weil er ist ja nun mal so. Damit hat man es so hinbekommen. Ich würde natürlich gerne zum Vergleich mal jetzt auch wieder andere Einser fahren. Harry und... Ach, wie ist denn der erste deutsche Kreuzer? Fuck, komm ich jetzt nicht drauf. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Das waren noch Zeiten, als ich so angefangen habe hier so. Okay, Campbelltown haben wir da. Britischer Premium Zerstörer. Daniele Europa. Daniele, was ist das? Italiener? Ich glaube, Franzosen heißen eher selten Daniele. Aber jetzt fällt mir natürlich auch, glaube ich, 8-1er. Ja, 8-1er geschützt. Oder? Gut, der Kollege will cappen, dann cappe ich mit ihm mit. Wir sind ja keine Feiglinge. Da kommt die Waymo. Er schießt. Ich bin noch nicht ganz in Reichweite, wird es jetzt aber sein. Und da sieht man auch, wie hoch die Flugbahn ist. Okay, hat man jetzt gerade nicht so gut mitbekommen, aber. Also man sieht auch, wie lange die Geschosse unterwegs sind, dafür, dass er so nah ist. Und
die Nachladezeit ist natürlich auch ein bisschen länger. Ich weiß, dass ich beschossen werde. Er dreht ab, muss also dementsprechend wieder vorsorgen. Ist auch wirklich nicht so einfach, muss ich zugeben. Gerade wenn man die Black Swan gefahren ist, die ja doch relativ niedrige Flugbahn hat. Er will natürlich sein Leben retten, verständlich. Scheiße! Hätte ich mal die eine. Okay, ist egal, ich fahre jetzt in Captain rein. Ich werde nur das Front geschützt. Man sieht auch, er verliert jetzt nicht wirklich weiter Leben. Okay, der kommt zu mir. Jetzt kommt auch die Keller dann rein. Die habe ich eigentlich lieber schnell weg als Waymount, muss man ehrlich sagen. Weil ich den gefährlicher finde wegen seinen Torpedos. Erster Treffer, den ich erlitten habe hier. Okay, ganz wirklich, also Feigling ist er nicht gerade, wirklich, er kommt ja wieder hier. Ich will ganz schön aufpassen, was jetzt hier abgeht. Und solange wir getroffen werden, wird auch nicht gecapped hier. Ja, ich weiß, dass Torpedos vorauskommen. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Wenn er jetzt hier noch verrecken würde, wäre es auch eine sehr schöne Sache. Shit. Jetzt wird es natürlich eng hier. Ich werde erstmal abdrehen, dann wird mir ein bisschen zu heikel hier. Okay. Und jetzt wird es auch knifflig, weil die Keller dann halt eben so nah rankommen. Das soll sie natürlich nicht. Ich will nicht seine scheiß Torpedos hier abbekommen. Und sie werden kommen. Ich muss natürlich dementsprechend jetzt wirklich drehen hier. Auch ganz blöd bin ich nicht. Ich weiß, dass er seine Torpedos rausschickt und so nah wie er ist. Okay, wann zieht der Delta-Treffer? Jetzt mach ich ihn weg hier. Komm! Aha. Torpedos auf Steuerbord! Ja, Torpedos weiß ich. Yes, ist mir bekannt. Torpedos auf Steuerbord! Und ich werde sie abbekommen. Mein Fehler, ich habe nicht drauf geachtet. Aus irgendeinem Grund dachte ich, die kommen von einer anderen Seite. Team steht kurz vor dem Sieg. Aber Fakt ist, wir machen noch eine Runde und ich hoffe, die läuft besser. Es ist wirklich schwieriger, mit dem zu fahren. Man hat sich so an diese Black Swan gewöhnt, ich weiß nicht, aber bin ich sie nur fünfmal gefahren. Aber, naja, also bis gleich denn. Okay, also wie gesagt, noch eine zweite Runde. Jetzt sieht man, das Setup ist ein bisschen anders. Oder das Matchmaking hier. Jetzt sind mehr Zweier unterwegs. Davor waren sie ja überwiegend Caledons und jetzt sind wir also ein bisschen besser dran. Warum? Ich würde sagen, warum dauert das so lange, bis ich reinkomme? Also davor war es jetzt so, meiner Meinung nach, da lag es halt so, weil die Caledons sind doch weitaus stärker als die Weymouth und wir hatten gerade so halt mehr Dreier unterwegs. Salomonen. Die Karte finde ich eigentlich richtig fetzig. Ist die erste, die ich je gefahren bin. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu spielen, war das die erste Karte, auf die ich gekommen bin. Na, das habe ich mir gemerkt, weil ich an Salomon dachte, hier aus der Bibel. Das hat man sich irgendwie noch so gemerkt. So, ich sehe schon, ich bin der Einzige, der jetzt hier vorfährt. Das ist scheiße. Lass mal ein paar Jungs hier vorfahren. Ja, denke ich doch selber auf, Idiot.
Okay. Hat wohl keiner Bock. Scheiße. Wann hat sich einer beschwert, was eigentlich, warum er nur ein Team ist mit lauter Feiglingen? Natürlich kann ich, ich sehe es aber auch irgendwie nicht ein, warum ich immer der Erste sein soll, der da nach vorne fährt. Alle anderen denken, ja, wenn sie erstmal wegschießen lassen. FB, Anyone Around, nö. Ich bin ja viel zu weit entfernt jetzt. Aber ich werde mal schauen, dass ich irgendwie ein paar Salben abgefeuert kriege. Ich werde auch nicht komplett da reinfahren. Denn da wird auf jeden Fall gleich was kommen. Ich kann es spüren. Die Aufklärungsreichweite ist natürlich jetzt noch nicht so hoch. Da hat hier niemand gar nichts gesehen. Ich schätze mal 10-15 Sekunden, dann wird der erste Gegner. Ja, da ist er. Am Horizont gesichtet. Das waren ja noch nicht mal mehr 15 Sekunden. Oh, fuck you. Okay, ich muss raus. Ich habe da jetzt gar keinen Bock drauf. Also nicht als erster hier. Ich will nicht der erste sein, der hier den Abflug macht hier. Echt, jetzt den Flattermann zu machen, wäre totale Scheiße. Ich schätze mal, jetzt kommen wir auch gleich kurz Torpedos von den Kollegen hier. Ich muss aufpassen, denn dadurch, dass ich so weit vorne bin und das erste Ziel. Ja, ich wusste, dass die Torpedos kommen. Ich bin ja auch nicht ganz verbessern. Ich habe natürlich schon ganz schön was abbekommen. Jetzt hat er mich beschossen hier. Sie drehen alle ab. Ich drehe auch jetzt gleich wieder rein. Torpedos auf Steuerbord. Vielleicht die Caledon hier noch wegbekommen. Yep. War nicht durch mich, aber wirklich weg. Und wieder reindrehen. Wieder kein Feigling, nur offensichtlich. Es ist ja logisch, man will ja am Leben bleiben. Sonst brauche ich ja nicht spielen, wenn ich mal gleich hier als erster weg bin. Das ist ja totaler Affenkack dann. Jetzt sind wir hier auf der Seite. Aus. Ich meine, wir haben sie vertrieben. Kann ich sagen, dass ich nicht mutig war. Ich war schon mutig. Nein, schlimm. Wutzkis hier. So, rumpsi bumpsi wieder rein hier. Kein Bock jetzt Torpedos abzupumpen mit diesen kacken Caledons. Und die sind hier die stärkeren Schiffe, also würde ich sagen, die eigentlich zuerst rausnehmen. Natürlich ist jetzt die Waymount, aber die fährt auch weg. Wir können trotz allem cappen. Trotz Beschuss sollte es schneller gehen, wenn ich hier mit reinkomme. Gekämpft werden muss ja. Ich muss hier meinen Beitrag leisten, ganz klar. Und da sieht man erstmal, wo meine Geschosse hinfliegen, ne? Ganz schön kacke eigentlich. Also ich finde es schwieriger hier. Ich
schwieriger zu zielen, schwieriger zu schießen. Okay, Mr. Junglord Gaming ist weg, oder wie auch immer der hieß. Junglord Gaming tatsächlich. The Birded Guy. Jetzt mal einen rausprobieren hier. Ich kann natürlich wahrscheinlich nicht. Ich habe die Caledon gerade selber noch nicht. Ich weiß nicht, wie schnell sie ist, aber ich gehe davon aus, dass ich nicht mit der mithalten könnte. Ich will aber nicht falsch sagen, das ist jetzt nur eine Vermutung. Zeit vorzustoßen. Immerhin dreimal die Basis verteidigt, nicht wahr? Torpedos direkt voraus! 5,5 Kilometer Torpedos hier oder was auch immer die für eine Reichweite haben. Oh, die nächste Memo. Das wird auch was werden. Ich meine, ich finde es natürlich, es ist natürlich eine Herausforderung abzuschätzen, wie einer fährt. Und ich meine, ich glaube, das ist jetzt ganz gut gemacht eigentlich. Okay, das könnte ein bisschen knapper werden, dem Kollegen da. Der ist auch gerade so beschäftigt, dass er mich überhaupt nicht wahrnimmt will. Vollkommen Wurst. Das war jetzt schön gedreht. Vielen Dank dafür. Da freue ich mich drüber. Der ist eh gleich weg. Also ich glaube, einmal, wenn ich noch treffe. Oh, ich versenke ihn eventuell. Was ist jetzt los? Nee, noch nicht. Ach, ein Zerstörer haben wir ja auch noch. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Torpedos voraus! Torpedos direkt voraus! Ja, mit Torpedos mit Zerstörern ist auch immer ein bisschen knifflig. Okay, ich habe einen Treffer gemacht. Torpedos voraus! Jetzt weiß ich mit dem Typen. Torpedos direkt voraus! Kommt das ungefähr hin? Also das ist diese knackten Mini-Inseln, der fährt doch nicht zu hier. Ich hoffe, ich kriege ihn noch weg, bevor er hier seine Torpedos, die er gleich abfeuern wird, auf mich hetzt. Scheiße, ich habe Zitadellen kurz abbekommen. Hab aber auch einen verpasst. Es wird Zeit, ihn zu versenken! Ah, das Schwede. Das klingt sehr ungesund hier. Oh, 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 oh. Es war knapp, es war knapp. Ja. Abhauen hier die Sau. So, ich habe mich selbst in eine Situation gebracht, die mich das Leben kosten wird hier. Das weiß ich. Wäre schön, wenn ich den trotzdem noch mitnehme. Die Pissfresse hier. Ah, fuck you. Ah. Willst du mir erzählen, der fährt jetzt mit 11 Leben weiter? Echt jetzt? Mit 11 Leben? Scheiß die Wand an, Alter. Mit dem motivieren. Was soll ich sagen? Das war mein eigener Fehler. 112 legen wir da noch. Ja, hat er gut gemacht. Immer schön wegfahren.
Weißt du, ich gebe zu, ich reg das auch manchmal auf, weil ich denke, Mann, kämpf ihn, Mann! Ja, bis zum bitteren Ende. Aber das ist natürlich Sinn der Sache, das hätten sie ja damals auch nicht gemacht. Fährt er nicht irgendwie ein Schiff auf irgendwie 20. Was? Was? Was will er? Naja, scheiß drauf. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ja, viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, da läuft es besser. Eventuell fahre ich zwischendurch nochmal die Waymount. Wenn es da ein bisschen besser läuft, dann lade ich das auch nach oben. Also, erstmal bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.